Ich habe mit 16 mein erstes Unternehmen gestartet. Hatte gedacht, dass Sie mich diese Frage stellen, weil viele fragen, wie kommt man mit 16 auf eine Idee, ein Unternehmen zu starten? Wie immer, man hat ein Bedürfnis. Aber auch das gehört zur Innovation dazu, dass man mit Widerständen klarkommt. Und die größten Widerstände kommen immer aus dem nächsten Bereich. Die kommen nicht von irgendeinem Markt oder von irgendeiner abstrusen Umweltquelle, sondern sie kommen immer von den Menschen, die um sie herum sind. Ist aber auch nicht schlimm. Innovation heißt nicht Idee. Innovation heißt nicht Kreativität. Innovation heißt innovare. Und der Wortstamm des innovares heißt etwas verändern. Wer? Benz. Jetzt kommen wir schon näher. Was für ein Benz? Der Carl Benz. Ja, das ist fast richtig. Carl Benz war tatsächlich der Erfinder. Es war, wie in so vielen Fällen, eine Frau. Männer sind nämlich keine Innovatoren, Männer sind Erfinder. Wenn es wirklich ernst wird, brauchen wir eine Frau. Bertha. Es war Bertha Benz. Da kennen wir wer, genau. Seine Frau tatsächlich. Das war aber nicht nur seine Frau, sondern es war auch sein Venture Capitalist. Denn sie hat ihre Aussteuer reingebracht, damit die Garage existiert, und sie hat ihre komplette Erbschaft reingebracht, damit dieses Kutschending zusammenkam. Und irgendwann hat sie mal die Lust verloren, dass Karl immer abends zum Basteln geht, und hat gesagt, dieses Ding muss langsam mal rauskommen. Und gegen den Willen von Karl hat Bertha dieses Ding aus der Garage rausgenommen und hat gesagt, das muss zu Markte getragen werden. Und sie ist am Samstag mit dem Ding losgefahren. Von Pforzheim nach Mannheim und zurück. Und je weiter wir uns in Maslow nach oben bewegen, desto mehr intelligente Menschen haben wir, die sagen, warum etwas nicht geht. Und desto weniger pragmatische Menschen haben wir, die sagen, lass es uns einfach probieren. Das ist schon mal das erste Todesurteil für Innovation. Wenn Sie persönlich keine Zeit dafür haben und glauben, das an irgendjemanden zu delegieren. Und da hat der Steve Jobs gesagt, wieso kann man das nicht kombinieren? Und hat der George Lucas gesagt, weil es noch keiner gemacht hat. Das war immer der Anreiz für Steve Jobs. Sobald er gehört hat, es hat noch keiner gemacht, dann wollte er loslegen. Und wie kann er loslegen? Nun, er braucht eine Firma, die ihm das bauen kann. Und der George hat an dem Abend eine Firma geschenkt, die er aufgebaut hatte, um die Spezialeffekte von Star Wars 5, glaube ich, zu machen. Wollte die Leute eigentlich entlassen, hat sie dann Steve Jobs für einen Dollar an dem Abend geschenkt. Und die Firma hieß Pixar. Als Mitarbeiter definiere ich meinen eigenen Firmen oder auch in den Projekten nie die Menschen, die kreativ sind. Die schlimmsten Mitarbeiter, die hier mit dazukommen können, sind die Innovatoren, weil die sich selbst so halten. Weil die fahren alle anderen an die Wand. Die überzeugen Kunden, die überzeugen Vertriebspartner, dass ihre Idee die beste ist, und die machen das so nervig, dass sie das auch wirklich schaffen, aber die nie wieder kommen werden, diese Kunden und Vertriebspartner. Also brauchen Sie hier M-Mitarbeiter-Multiplikatoren. Sie brauchen die wenigen in der Firma, die zuhören können. Wenn Sie damit beginnen, haben Sie direkt schon Ihre Krise, weil Sie keine Einnahmen haben und weil Sie keine Freunde haben und viele Gegner haben, alles Sie hassen werden. Fantastische Situation, jetzt sind Sie ehrgeizig, jetzt müssen Sie was draus machen. Und dann brauchen Sie noch ein paar Freunde, die Sie zusammenbringen können, und dann sollte das Ganze schon funktionieren.